Moin moin Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Titan Quest. Wir beschwören unser Wölfchen und wenn der Cooldown abgelaufen ist, auch unser zweites und machen uns nun auf zum Hügel von Laconia und helfen dem Medizinmann hier die Passage zu überqueren oder eher gesagt zu durchqueren, hier den Pass. Eine Sache ist mir in den letzten Parts aufgefallen, was ich noch ganz kurz sagen wollte. Ich war nämlich deshalb so ein bisschen leise, sage ich mal, weil ich mir den Video aufgenommen habe. Und bei Nvidia war bei den Aufnahmeeinstellungen einfach noch meine Mikrofonlautstärke ein bisschen nach unten gedreht. Deswegen war ich so sehr leise im Vergleich zum Spiel. Jetzt nehme ich wieder mit OBS auf und jetzt müsste das auch alles wieder passen. Und wir haben schon hier Satyrschläger, der allerdings mit so starken Wölfen kein allzu großes Problem darstellt. Er ist ja auch nur ein Nebenboss. Er hat aber hier, wie ihr sehen könnt, diese spezielle Schlägerrüstung, die natürlich auch nur für Nahkämpfer gut geeignet ist. Und dementsprechend lässt sie sich aber vielleicht für ein bisschen Geld verkaufen. Und nun können wir Euphadimos sagen, dass der Weg frei ist. Der Weg ist frei? Gut. Nun, ich schätze, ich sollte weiter. Hier, das ist für deine Mühen. Dementsprechend kann, denke ich, auch, wenn ich selber wieder ein bisschen lauter bin, auch das Audio vom Spiel wieder so ein bisschen lauter, sage ich mal. Und man kann Essenzen eben auch zusammenfügen. Da steht auch, wie viele man haben muss, dass es vollständig ist. Und dann kriegt man noch einen Vervollständigungsbonus. Je nachdem, was es dann ist, kann das sehr gut oder nur ein bisschen gut sein. Aber auf jeden Fall bietet sich an, erst die Essenz vollständig zu machen und das danach zu verzaubern. Und dann laufen wir nun mal weiter. Hier teilt sich der Weg so ein bisschen in zwei, weil wir hier ein etwas größeres Gebiet vor uns haben. Wir hangeln uns aber einfach mal so ein bisschen am Rand entlang, so wie wir es im alten Let's Play, ich nenne es immer das alte Let's Play, wie wir es im Immortal Throne Let's Play, so nenne ich es vielleicht lieber ab jetzt, auch gemacht haben. Um auch ja nichts zu verpassen. Genießen dabei die schöne Titan Quest Musik. Wie ihr seht, der Anfang ist in dem Spiel wirklich sehr, sehr entspannt. Man hat kaum wirklich große Schwierigkeiten, sag ich mal. Es sind eben halt auch wirklich viel, viel, lol. Es sind viel, viel weniger Monster. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir jetzt schon unser zweites blaues Item gefunden haben, die Verräterklinge. 18 bis 30 Schaden durch Blutung, plus 28% Blutungsschaden, Geschicklichkeit, Angriffsgeschwindigkeit und plus 1 auf kalkulierter Schlag. Das ist genau das, was ich gemeint habe, dass Items eben plus auf alle Fähigkeiten oder auf eine ganz bestimmte Fähigkeit geben können. Und dementsprechend könnten wir also auch auf die Wölfe einen Plus erhalten. Gut, das ist aber etwas für Nahkämpfer, also dementsprechend auch nichts für uns. Dann kriegen wir also noch mehr Geld davon. Ihr könnt mir wirklich glauben, blaue Items sind echt selten. Ich muss einfach nur verdammt Glück gehabt haben. Sowas habe ich noch niemals in meinem ganzen Leben gehabt. So schnell zwei blaue Items im alten Titan Quest gefunden. Nun gut, jetzt haben wir hier Teages, den spartanischen Bauer. Während sich unsere Wölfe noch um die restlichen Monster kümmern. Ich weiß, dass es hier gefährlich ist, aber ich kann nicht nach Hause gehen. Meine Tochter sollte eigentlich heiraten, doch leider ist ihre Mitgift, eine goldene Halskette, jetzt im Besitz einiger wahnsinniger Dämonen, die meinen Wagen zerschlagen haben und abgehauen sind. Na, dann wollen wir sie dir mal zurückholen. Da haben wir dementsprechend auch gleich schon die nächste Höhle. Lustigerweise, die ersten Höhlen haben alle irgendwie was mit einer Nebenquest zu tun. Und erst später kommen dann auch Höhlen, die nicht so viel mit einer Nebenquest zu tun haben. Hier ist übrigens eine neue Art von Gegner, und zwar Dämonen, die nur in Höhlen vorkommen, soweit ich weiß. Also hier diese kleinen Knochennager, die kommen eben nur in Höhlen vor. Und Fledermäuse auch. Dementsprechend gibt es so unterschiedliche Typen von Gegnern, die in unterschiedlichen Orten vorkommen. Und wir haben einen Frostschein momentan aktiv. Was bedeutet, dass wir Gegner verlangsamen und Frostschaden hinzufügen. Das ist sehr, sehr nice. Und hier haben wir schon Pandaros. Und wenn die so komisch von einem Glitzern umgeben sind, dann sind es Questgegner. Oder die zumindest etwas mit einer Quest zu tun haben. Und hier haben wir auch schon Halskette. Halskette für die Mitgift. Eine einfache Kette, die aus Gold gefertigt wurde. Und das ist doch mit Sicherheit die er gemeint hat. Verstärkter Kampfhelm können wir nicht tragen, weil es auch wieder etwas für Nahkämpfer ist. Aber lässt sich ganz gut mitnehmen, wenn wir dann nachher irgendwann gleich beim nächsten Händler da sind. Dann werde ich den ganzen Spaß hier erstmal verkaufen, ja. Dann nochmal mit dem hier, mit der Verräterklinge, haben wir dann echt schon richtig gut Geld. Das hat man auch wirklich selten, dass man so früh dann schon ungefähr 22.000, 23.000 Gold hat.
seht schon, momentan unsere zwei Wölfe machen sehr viel Schaden. Und wir sind noch lange nicht am Ende der Skillung angekommen. Das heißt, ich könnte ja beim nächsten Level Up, das haben wir eh gleich. Warte, ich glaube, das kriegen wir sogar durch das Abgeben der Quest jetzt schon. Die Halskette. Ach, möge die Gattin Hera dich segnen. Kriegen wir auch schon, sehr gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir machen es folgendermaßen. Wir gehen jetzt schon mal ein bisschen hoch mit einem Punkt. Und zwei Punkte investieren wir wieder in unsere Wölfe, sodass wir beim nächsten Level Up zwei Punkte noch hochgehen können. Und dann können wir auch schon eine dieser Fähigkeiten hier uns aneignen. Vielleicht schon das Passive für die Wölfe, vielleicht aber auch eher diese Aura hier, Eichenherz, damit wir unsere Wölfe eben noch mehr supporten. Dementsprechend hole ich auch gleich mal unseren neuen Level 10er Wolf schon wieder her. Und hoffe, dass er angreift. Manchmal wollen sie nicht so, die Wölfe. Manchmal haben sie keine Lust auf Stress. Aber wir haben keine andere Wahl. Die Welt muss jetzt nur mal gesäubert werden. Ich weiß, hier hinten geht es noch weiter. Wie gesagt, wir werden uns einmal dann immer kreisförmig so durcharbeiten, dass wir trotzdem alles sehen werden. Keine Sorge. Achso, genau, die Attributspunkte sollte ich vielleicht mal verteilen. Da würde ich sagen, einer Geschicklichkeit, einer Intelligenz. Und hierfür brauchten wir Level 8 für den Stirnkranz. Das heißt, das dauert noch 3 Level. Und wir sind hier nun bei Parmenides angekommen, dem Wandersmann. Das spartanische Heer. Ja, du findest es an dieser Straße. Sie haben dort ein Kriegslager aufgeschlagen. Na, sieht mir so aus, als hättest du hier auch ein kleines Lager aufgeschlagen, scheinbar. Diese Fackeln, wenn zwei Fackeln an so einem Eingang sind und dann kommt irgendwie eine Brücke oder sowas, das bedeutet, dass dort das nächste Gebiet anfängt. Und dementsprechend müssen wir erstmal noch hier hinten lang gehen. Denn da sind wir noch lange nicht fertig. Und dort kommen wir dann eben über die Brücke zu Sparta. Wie uns gerade schon gesagt wurde. Das heißt, da kommt dann auch schon die nächste Stadt. Oh, und nochmal ein Erfahrungsschrein, sehr schön. Und dann auch noch bei so vielen Monstern. Jetzt könnten wir den mal richtig schön ausnutzen und hier alle platt machen. Umso mehr Erfahrung bekommen wir. Oh, es sind aber auch ganz schön viele Monster hier. Ihr seht, es ist anders. Es ist auf jeden Fall anders als im Mass Boss Let's Play, wo viele Monster richtig gut für uns waren. Weil wir dann mit einem Pfeil nachher angefangen haben, alle zu durchlöchern. Das wird hier anders sein. Wir werden nicht so viel Flächenschaden machen. Und dementsprechend sind viele Monster eher nicht so gut und könnten sogar wirklich ein Problem darstellen, und wenige Monster sind dann besser, weil sich dann alle unsere Begleiter gleichzeitig auf dieses eine Monster fokussieren können. Sehr schön, dann haben wir den Hügel von Laconia hier auch gleich abgeschlossen, wenn die Krähen hier noch drauf gehen. Wunderbar, und ihr seht, alles ist schön hell auf der Karte, so soll das sein. Wenn es grau auf der Karte ist, bedeutet das, dass wir das schon erkundet haben, aber nicht, also wir das Spiel nochmal geschlossen haben und nochmal neu gestartet haben. Und das genau das habe ich auch getan. Das ist hier gerade schon der nächste Tag, an dem ich den mittlerweile dritten Part aufnehme. Und dementsprechend ist es da eben grau. Es spawnen ja auch alle Monster jedes Mal wieder, wenn man das Spiel neu startet. Alle Monster sind wieder da, man kann alle Truhen wieder öffnen, alle Knochenhaufen und so weiter. Also es resettet sich quasi nochmal, nur natürlich die Quests nicht, ja. Also der Fortschritt bleibt gespeichert. Und alles, was man hier aktiviert hat und jeder, mit dem man gesprochen hat. So, dass man bei Bedarf dann auch eben Bosse oder generell Gegner mehrmals töten kann, um schneller abzusteigen. Sollte man irgendwo Probleme mit einem Boss haben, den man gar nicht... Den man einfach nicht down kriegt, dann könnte man diese Methode anwenden, um ein bisschen stärker zu werden, bevor man es nochmal versucht. Ich hoffe und denke aber, dass das in unserem Fall nicht nötig sein wird. Und hier haben wir nun wieder so ein Skelettlager, diesmal offensichtlich viel mehr Skelette als vorher. Ist also etwas schwieriger. Aber unsere Wölfe machen hier wirklich einen sehr guten Job. Ich weiß auch wirklich noch nicht, was ich nun als zweite Fähigkeit nehmen will, als zweite Meisterschaft. Da bin ich immer noch so ein bisschen am Grübeln. Richtig geil wäre natürlich die Erdmeisterschaft, weil wir dann selber noch Flächenschaden machen würden und unsere Wölfe noch weiter supporten könnten mit Elementarschaden. Aber das Problem ist dabei so ein bisschen, dass ich das schon so oft gemacht habe und ich wollte hier eigentlich auch nochmal eine Kombination ausprobieren, die ich nicht so gut kenne.
Dementsprechend muss ich mir das noch überlegen. Ich weiß es gerade selber noch nicht so genau. Ich kenne jede Kombination irgendwie schon mal so ein bisschen scheinbar. Aber wie gesagt, primär, selbst wenn ich jetzt beide Meisterschaften schon in Kombination gespielt habe, es geht mir primär darum, dass wir ein Helferbild machen. Größtenteils mit Begleitern und so ein bisschen selber Schaden noch machen. Und da ist es mir dann auch nicht ganz so wichtig, ob ich das jetzt schon mal selber gespielt habe oder nicht. Ich nehme dann einfach das, was besser passt, damit unsere Begleiter stärker sind. Und wir hier gut durch das Spiel durchkommen und nicht so viele Probleme kriegen mit den Bossen, weil es könnte später noch wirklich schwer werden. Denn anders als im Mass-Boss-Let's Play haben wir hier eben nur nicht 24 Mal Boss, die gleichen Bosse und können da quasi einfach reinschießen mit unseren Pfeilen und alle auf einmal töten. Sondern wir haben hier immer einen Boss, der dementsprechend aber auch viel weniger Schaden bekommt, weil wir keine Streuschusspfeile haben. Das heißt, die Bosskämpfe werden wirklich auch tatsächlich relativ spannend und auch relativ schwer. Dementsprechend muss ich meine Begleiter möglichst stark machen. Jetzt haben wir hier so viele Sachen, ich würde sagen, wir gehen einmal zurück nach Helos nochmal. Ihr seht, wir sind jetzt schon im Bereich von Sparta, deswegen, aber wir haben das Portal noch nicht aktiviert. Ich würde aber gerne am Anfang wirklich alle gelben, alle wertvollen Items, weiß ich jetzt vielleicht nicht, weil die bringen nicht so viel Geld. Aber wenn nach Möglichkeit alle gelben Items auch wirklich mitnehmen und verkaufen. Du nicht unvorbereitet sein. Dort ist es nicht sicher. Kaufe dir hier, was du brauchst. Plus 60 Energie. Ja, Energie ist noch nicht ganz so wichtig. Wir haben keine großen Energieprobleme tatsächlich. Und Verräterklinge, wie gesagt, die können wir auch verkaufen, weil wir brauchen sie einfach nicht. Jetzt momentan zumindest noch nicht. Dann können wir gleich mal im Sortiment ein bisschen rumschnökern. Er hat aber nichts Wichtiges, nichts Gutes für uns. Auf Wiedersehen, mein Freund. Schade, hätte ja sein können. Und wie gesagt, wir spielen halt mit Zauberstäben, von daher den gesplitterten Bogen. Bögen werden wir wahrscheinlich nicht benutzen. Trotzdem lasse ich ihn einfach mal auf der zweiten Hand. Einfach damit da wenigstens irgendwas ausgerüstet ist. So, das ist wieder für einen Nahkämpfer. Und was ist das hier? Ah, da würde ich zwei Rüstungen verlieren. Das lassen wir mal. Ach, guck mal, hier war sogar eine Kampfmarkierung. Ich habe sie nicht benutzt. Hätte ich das mal getan, dann wäre der Kampf hier ein bisschen einfacher gewesen. Und ich hätte nicht ein paar Gesundheitstränke schlucken müssen. Ah, hier auch noch einen Codespeer übersehen. Immer schön mitnehmen. Und merkt ihr es langsam schon, wie anders das doch jetzt ist als im Immortal Throne Let's Play? Natürlich kann man Immortal Throne ja auch ohne... Also man kann Immortal Throne ja auch langsam spielen wie jetzt. Dann sind es nur diese kleinen Änderungen. Wie zum Beispiel, dass man kein Artefakt hat. Nur diese Änderungen würden einem dann großartig auffallen. Aber vor allem jetzt, wenn man das mal so vergleicht, dann kommt schon wirklich ein ganz anderes Feeling rüber. Genau deswegen habe ich mir gedacht, das wäre doch mal eine coole Idee, diese so ein Let's Play auch noch zu machen. Dann hat man auf meinem Kanal wenigstens Titan Quest mal von allen möglichen Seiten so ein bisschen gesehen. Das ist nämlich noch eher hier das Titan Quest, so wie es eigentlich gedacht war. Ganz am Anfang. Aber auch natürlich, weil wir ohne Mod spielen, ist ja klar. So, sehr gut, wir sind Level 6. Ich würde auf Intelligenz gehen, zweimal jetzt wieder. Dann haben wir ja gesagt, wir wollen zwei Punkte hochgehen, sind jetzt in der zweiten Zeile angelangt. Die Seuche ist etwas, was wir später auch definitiv nehmen können. Dann machen wir Giftschaden und das verbreitet sich so in den Gegnern, wie eine Seuche halt. Ne? Wenn sich dann Gegner zu nahe kommen, dann überträgt sich das. Und wir können richtig schön flächendeckend Giftschaden machen. Für jetzt würde ich einen Punkt in die Aura reinsetzen, denn die ist auch wirklich wichtig. Die können wir jetzt hier immer so am Laufen haben. Ihr seht, hier ist die Energie reserviert. Die können wir nicht benutzen für irgendwas anderes. Die wird automatisch reserviert, wenn wir die Aura hier eben anmachen. Und jetzt haben aber wir und die Wölfe auch diese Aura und haben dementsprechend mehr Leben und bewegen uns 10% schneller. Und greifen auch schneller an. Also Gesamtgeschwindigkeit beinhaltet auch die Angriffsgeschwindigkeit, beinhaltet quasi alle Geschwindigkeiten, die man hat. Man hat ja in Titan Quest die Laufgeschwindigkeit, die Angriffsgeschwindigkeit und dann noch die Magiegeschwindigkeit, also Zaubergeschwindigkeit heißt das, glaube ich. Die Geschwindigkeit, mit der man dann ein Spell benutzt.
Das alles wird um 10% erhöht. Aber bei dem nächsten Level-Up seht ihr, plus 15% Leben. Das bedeutet, es steigt nur das Leben noch weiter hoch, nicht? Aber die Gesamtgeschwindigkeit, die bleibt bei einmalig 10% mehr, glaube ich. Höher wird das nicht. Und jetzt sind wir schon angelangt in Sparta scheinbar. Hier wird schon fleißig gekämpft, da helfe ich doch direkt mal mit. Die Schläger sind hier wirklich... Also die Schläger hier sind ja wirklich stärker als der auf der Brücke, muss man sagen. Aber wir sind ja auch schon etwas weiter gekommen seitdem. Essenz von Prometheus Flamme. Davon haben wir schon eine. Kann alle Waffen verzaubern. 12% Verbrennungsschaden und 3 Feuerschaden. Damit haben wir schon 2 von 3. Bei den Essenzen braucht man immer nur 3. Und bei diesen Erweiterungskomponenten, so wie zum Beispiel Wildschweinhaut, also die, die so grünlich sind, da braucht man immer 5. General Leonidas? Er ist da vorne, aber er spricht nicht mit gewöhnlichen Leuten, die uneingeladen auftauchen. Ach, warum denn nicht? Ich bin kein gewöhnlicher Mensch, ja? Obwohl ich jetzt tatsächlich gerade mal so aus dem Nichts aufgetaucht bin. Ihr seht, die Wachen versperren uns den Weg. Das ist Leonidas. Da kommen wir ohne weiteres scheinbar nicht hin. Aber uns möchte Brasidas mehr dazu sagen. Moment mal. Kein Zivilist geht zu General Leonidas rein. Vor allem nicht, wenn er Kriegsrat hält. Geh mal da weg, Hund. Nun, schau. Ein besonders wilder Zentaur namens Nessus hat einige unserer Bauern umgebracht. Er läuft im Pelanatal umher. Wir haben momentan keine Männer übrig, die wir ihm hinterher schicken könnten. Töte die Bestie und ich sorge dafür, dass du mit Leonidas sprechen kannst. Na schön, ist also an eine Bedingung geknüpft, ja? Erst Aufgabe erledigen, dann Belohnung erhalten. Okay, alles klar. Ein spartanischer Veteran. Ich sage dir, Fremder, wir haben Invasionen gesehen. Mazedonier, die Perser. Ein menschlicher Feind kann seine Waffe und seinen Schild senken. Aber diese Monster verlangt es regelrecht nach dem Tod. Und Cephisus, ein junger Soldat. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Ich habe mich erst heute Leonidas Männern angeschlossen. Mein Vater gab mir die Erlaubnis und seinen alten Speer und den Schild. Und ich zog los wie Hermes höchstpersönlich. Vielleicht wäre das auch eine gute Idee. Übrigens, tapferer Mensch, ja, auf jeden Fall. Hut ab. Vielleicht wäre das auch eine Idee, dass ich zukünftig immer ranzoome, wenn wir mit den Leuten sprechen. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse Note, sage ich mal. So, hier sind wir im kleinen Händlerbereich, wie ihr seht. Wir haben hier jetzt auch tatsächlich das erste Mal eine Unterscheidung zwischen einem Waffenschmied und einem Arkanist. Der Arkanist ist unsere primäre Wahl, wenn es um Händler geht. Es gibt so gemischte, die haben beide Sortimente. Hier wird es jetzt speziell unterteilt. Der Waffenschmied ist mehr so für Nahkämpfer und Bogenschützen. Und der Arkanist ist eben mehr für Magier. Also der Arkanist ist eher noch was für uns. Dementsprechend, hallo? Womit kann ich dir helfen? Den Speer brauchen wir nicht, den Ring auch nicht und diese beiden Sachen auch nicht. Den Rest sortiere ich mal ein bisschen. Und auch hier schauen wir mal wieder. Oh, schaut mal, plus 10% Bewegung. Dafür müssen wir 2 Rüstungen einbüßen, aber 10% sind ordentlich, deswegen kaufen wir uns das einfach mal. Und ihr seht, der hat eben auch nur Stäbe im Angebot, weil der konzentriert sich wirklich volle Kanne auf Stäbe. Auf Magier-Equipment. Und für diese grünen Items haben wir leider nicht ansatzweise genug Gold. Dementsprechend können wir uns, glaube ich, erstmal keinen besseren Stab kaufen. Ich bin ziemlich beschäftigt, die Spartaner auszurüsten. Und hier seht ihr eben, das ist ein Sortiment nur für Nahkämpfer. Okay. Das hier sind so eine Übungspuppen, an denen kann man kämpfen und man kann auch seinen Begleitern sagen, dass sie sie angreifen sollen. Allerdings haben die unendlich Leben. Das ist wirklich nur, um so ein paar Angriffe auszutesten oder so. Dementsprechend muss man seine Begleiter auch wieder wegnehmen, damit sie aufhören, das Ding anzugreifen. Weil es ja eben nicht kaputt gehen kann. Und ihr seht schon einen deutlichen Unterschied in der Bewegungsgeschwindigkeit, wie wir uns bewegen. Ist schon auf jeden Fall ein bisschen schneller. Gut, hier haben wir Eutykles, den melachonischen Spartaner. Wenn ich besorgt aussehe, liegt das daran, dass Hippias, ein Kriegsveteran, der für mich wie ein Vater ist, heute Morgen ins Tal gegangen und noch nicht zurückgekommen ist. Er wird alt und denkt, dass er immer noch so stark und schnell wie früher ist. Dann werden wir ihn doch einfach mal gleich suchen gehen. Ist doch kein Problem.